willkommen beim digitalen Trendspot 2021. Neben mir ist Sören Mohr, Geschäftsführer von New Communication. Sören, warum macht ihr das? Ja, wir leben in Zeiten rasanten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels. Und der Coronavirus ist förmlich ein Beschleuniger dieses Wandels. Und gerade deshalb sollte man sich mit den Trends auseinandersetzen. Du sagst jetzt, Coronavirus ist ein Beschleuniger. Das heißt, die Trends, die wir jetzt erleben, die auf uns zukommen, die wären sowieso gekommen irgendwann? Viele davon waren auch vorher schon da. Einige sind natürlich durch den Virus zusätzlich gekommen. Aber ja, ein Großteil davon ist schon da gewesen und nur jetzt extremer. Und bleiben die jetzt? Das meiste ja. Deswegen lohnt es sich auch damit, sich auseinanderzusetzen, weil wir jetzt ja nicht über Phänomene reden, die jetzt sowieso 6 Monaten weg sind, sondern wir sollten uns die Frage stellen, was bleibt denn nach dieser Zeit, nach der Post-Corona-Zeit, wie viele Sie sagen. Ja gut, jetzt sagst du Post-Corona, wann ist denn dieses Post-Corona, von dem alle immer reden? Also streng genommen wird es das nicht geben, weil es wird immer eigentlich noch eine Zeit mit Corona geben. Aber wenn wir von Post-Corona reden, meinen wir zumindest die Zeit, wo wir dann nicht mehr diese Lockdowns haben und wo die neue Normalität eingetreten ist. In welchen Bereichen werden uns diese Trends denn zum Beispiel auch noch im nächsten Jahr beschäftigen? Ja, so ganze Branchen werden sich sicherlich verändern im Nachhinein. Also beginnen wir mal mit der Tourismusbranche beispielsweise. Ja. Da wird es relativ klar deutlich. Wir haben jetzt die Beobachtung, dass das Camping relativ stark boomt. Wir haben auch die Beobachtung, dass viele in die Ferienhäuser gehen. Massentourismus, Fernreisen oder Kreuzfahrttourismus. Sie sind jetzt die Verlierer, aber wir sind uns ziemlich sicher und viele Experten sind sich auch sicher, dass das also auch nach Corona so bleiben wird. Was ist denn deine konkrete Empfehlung für einen schönen Urlaub im nächsten Jahr zum Beispiel? Ich empfehle dann nur jedem, kauft euch einen Wohnwagen oder einen Camper und möglichst dann von Hobby, weil die haben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und dann macht auch einen Urlaub in Deutschland oder Skandinavien. Du redest jetzt von Skandinavien, da muss ich mal kurz einhaken. Da haben wir jetzt ja gesehen, dass die durch die schon etwas weiter fortgeschrittene Digitalisierung jetzt gerade in diesem Bereich Social Distancing Abstand halten, dass die da deutliche Vorteile hatten. Ich denke jetzt zum Beispiel an die bargeldlose Bezahlung. Das war in Schweden irgendwie einfacher in der Umsetzung als jetzt bei uns. Ja, die Skandinavier sind da tatsächlich weiter mit dem Thema Digitalisierung. Wir schauen als Schleswig-Holstein immer sehr neidisch nach Dänemark und nach Schweden und sehen, Mensch, die haben da schon ein paar Dinge gemacht, die wir immer noch auf dem To-Do-Zettel hier haben. Und das hat sich auch jetzt wieder gezeigt, dass sie da in den Fällen, gerade was digitales Bezahlen anbelangt, ein Riesenthema jetzt in dieser Zeit, dass sie da natürlich schon sich nicht umstellen mussten. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass das auch bleiben wird. Das digitale Bezahlen wird nicht verschwinden, wenn der Coronavirus im Griff ist, sondern das digitale Bezahlen wird ein neues Phänomen sein, bargeldloses Bezahlen. Da sieht man viele technische Entwicklungen. Die Sparkassenkarte wird jetzt mit Apple Pay ausgestattet oder ist inzwischen mit Apple Pay ausgestattet. Und die Banken tun unwahrscheinlich viel durch KI-gestütztes Fraud-Management, diese Bezahltransaktionen sicher zu halten, weil sie damit mögliche, ich sag mal, Fehlbezahlungen schneller identifizieren können. Was ja wieder von Vorteil auch für den Endverbraucher ist. Ja. Jetzt haben wir über Tourismus gesprochen, über das Bankwesen. Eine große Branche, die euch beschäftigt, ist ja auch der Immobilienmarkt. Ihr habt da bei New Communication auch viele Kunden. Was erwartet uns denn da in der Zukunft? Ja, die Anforderungen an die Wohnung werden sich sicherlich nachhaltig verändern. Jeder von uns, der mal im Homeoffice war und gearbeitet hat, hat vielleicht vermisst, dass er gar kein Office hat, was er zu Hause eigentlich hatte, aber er musste jetzt im Homeoffice machen. Das heißt, viele werden jetzt lernen, dass das eigentlich ganz praktisch ist, zumindest so eine kleine Arbeitsnische haben oder noch einen extra Raum. Das heißt, das wäre eine Anforderung. Aber es ist nicht nur das Thema Homeoffice. Viele machen jetzt zu Hause Sport. Das heißt, man braucht auch irgendwo Platz, wo man dann vielleicht seine Yogamatte aufbauen kann. Also Homesports wird ein Thema sein für die Zukunft. Und auch Home Entertainment, das war es in den letzten Jahren auch schon, aber das ist auch noch mal stärker geworden durch die Streaming-Dienste, die jetzt also auch einen Zulauf gewonnen haben. Das ist ebenfalls eine neue Anforderung. Im Umfeld von Wohnungen ist das ganze Thema E-Mobilität eine neue Herausforderung für Immobilienbesitzer. Und da muss man Antworten drauf finden. Und irgendwo muss das ganze Toilettenpapier ja auch noch hin, was man sich ja dann massenweise gekauft hat. Also ein Lagerraum. Ja, genau. Also tatsächlich vermissen einige auf einmal jetzt Lagerräume in der Wohnung und sagen, das ist viel zu klein, wie soll ich jetzt hier mich 14 Tage bevorraten? Das heißt also auch Anforderungen an die Bevorratung. Das sind
auch neue Themen, also was Großes. Und clever ist derjenige, der jetzt diese neue Anforderung für sich erkennt, ja, und dann entweder Möbel, Dienste, Produkte, Services bietet, die das lösen. Also es verändert sich einiges in unseren eigenen vier Wänden, worauf wir uns einstellen können, was wir jetzt ja auch schon gemerkt haben, was aber vermutlich auch dann einfach zur Normalität werden wird. Wie ist es im Business-Bereich, bei Geschäftsterminen? Zählt der Business-Knigge noch, den ich gelernt habe? Der Business-Knigge kannst du gleich knicken künftig. Der ist erstmal sowas von durch. Oder anders, der muss neu geschrieben werden. Also okay. Der Business-Knigge, so wie wir ihn bisher kennengelernt haben, wo wir uns noch Gedanken gemacht haben, wem geben wir zuerst die Hand? Was ein Stress, ja. Brauchen wir nicht mehr. Handgeben ist sowieso jetzt erstmal out. Handgeben wird sicherlich zurückkommen. Also, aber es wird nicht das einzige Begrüßungsritual sein. Also wird künftig jetzt eher so, ja, so ein, wie beim Duell wird man sich gegenüberstehen und sagen, was macht der andere jetzt? Will er mir jetzt die Hand geben oder will er mir jetzt so den Arm geben oder kommt er mit dem Fuß? Also es gibt verschiedene Formen und man sollte vielleicht unternehmensweit irgendwelche Standards definieren, dass man sagt, okay, wir versuchen das mal so, damit was irgendwie dann mal klarer wird. Also, und das wird vielleicht künftig Business-Knickens sagen. Großes Thema wird auch sein, dass jedes Unternehmen für sich jetzt Hygienestandards definiert. Yeah. Die sind oft sehr ähnlich, aber sie unterscheiden sich. Wo trage ich eine Maske, wo genau nicht, was gehört ab, dazu? Ab wann muss ich eine Maske tragen, wann darf ich sie abnehmen? Der Gastgeber, so wie er früher gesagt hat, Sie können sich setzen, sagt dann, Sie können jetzt Ihre Maske abnehmen. Hier, yeah, hier sind Sie in einer Zone, wo wir Sie nicht mehr tragen können, weil wir ja Distanz haben. Yeah. Wir haben den Raum frisch gelüftet. All solche Sachen werden künftig ritualisiert sein und werden sozusagen dann also auch in Umgangsstandards im Business sich etablieren. Also zu dem Wo und Wie und Wann und mit Wem bei einem Meeting kommen künftig auch hinzu, welche Hygienestandards muss ich beachten. Ja, das wird dann so auf den Webseiten stehen, wie man so, kommen Sie zu uns und bitte beachten Sie folgende Hygienestandards, gelten bei uns im Büro. Das wird künftig so kommuniziert werden. Zu Geschäftsterminen gehören ja auch Geschäftsreisen dazu. Mhm. Im Moment ja deutlich weniger, dass wir uns hier so live sehen, ist ja schon fast zur Ausnahme geworden und nicht auf dem Bildschirm. Wie siehst du da die Entwicklung? Wird das so bleiben, dass wir uns ganz viel digital sehen oder wird es wieder Geschäftsreisen und Termine auch live vor Ort geben? Es wird sicherlich etwas mehr Geschäftstermine geben in den nächsten Jahren als 2020, weil das ging gegen null. Ja. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass das Thema Geschäftsreisen wirklich weniger wird. Also auf sehr, sehr niedrigem Niveau verharrt, gerade für so Einzeltermine durch die Gegend jetten, braucht man nicht. Das hat man erkannt, dass das brauchte man vorher auch schon nicht. Und, aber jetzt haben inzwischen alle die technischen Möglichkeiten und haben jetzt auch gelernt, dass man sich also auch digital sehr, sehr gut treffen kann. Und das wird definitiv bleiben. Also ich habe keine Sorge, dass der BER demnächst an seine Kapazitätsgrenzen stoßen wird. Ich glaube schon, dass die Bahn und ÖPNV die Gewinner werden können, wenn es denen gelingt, die Fahrzeuge so auszustatten, dass du da komplett im Internet bist, komplett digital auch arbeiten kannst. Ja. Weil dann ist das eine sehr wertvolle Reisezeit, die man dann also auch noch anders nutzen kann. Und diese Anforderungen werden sicherlich wachsen und die Verkehrsträger, die das bieten können, werden die Gewinner sein. Das wäre klasse. Ich bin Bahnfahrerin. Wenn wir jetzt mal dann von den Geschäftsterminen ausgehen, bei denen man sich live trifft, früher wäre das in vielen Branchen undenkbar gewesen, einen solchen Termin kurzfristig abzusagen, weil man vielleicht eine Schnupfnase hat oder weil man ein bisschen hüstelt. Es hätte irgendwie immer zur Etikette gehört, da warten jetzt Leute auf mich, da gehe ich hin. Das hat sich gedreht. Heute ist es höflich, einen Termin abzusagen, wenn man einmal hustet oder einmal schneuzt, weil man schützt ja alle und sich selbst. Ich habe das Gefühl, da ist auch so die allgemeine Wahrnehmung hat sich gedreht, dass Gesundheit ein viel höheres Gut geworden ist. War es schon immer, aber im Ansehen. Würdest du das bestätigen, dass das so ist? Ja, das kann man zweifelsfrei so sagen. Also Gesundheit war eh schon immer wichtig, aber ich glaube, vielen ist bewusst geworden, jetzt durch Corona auch, was für ein Gut es ist und wie schützenswert es ist. Und viele Menschen fangen jetzt an oder machen es intensiver als vorher, dass sie sich selbst bekochen. Gastronomie hat ja auch geschlossen oder wie auch immer, das heißt, damit fängt es an, aber haben es da für sich auch entdeckt, sich auch gesund zu ernähren. Fresh Food geht völlig durch die Decke. Das ist dieses Prinzip, wo man gesunde Nahrungsmittel sich nach Hause liefern lässt und sich dann selbst sozusagen gesund bekocht. Das klappt wunderbar, machen wir inzwischen auch. Selbst ich gehe manchmal in die Küche, auch wenn meine Frau mir das nicht erlaubt. Aber ich versuche es zumindest jetzt schon mal. Das ist schon wirklich elementarer Fortschritt. DRK hat festgestellt in einer Studie dieses Jahr, dass im ersten Halbjahr 2020 68% aller Arbeitnehmer komplett ohne Fehltage rausgekommen sind. Also ein Megawert, sicherlich auch zusammenhängt mit dem
mit dem gesund ernähren leben in diesem Jahr. Auf jeden Fall auch mit den Möglichkeiten des Homeoffice vermutlich dann verbunden. Das ist ja eine schöne Entwicklung. Da sind wir Gewinner in dem Fall. Doch natürlich bringt die Pandemie auch Verlierer mit sich. Ich denke jetzt gerade an die Kunstschaffenden. Wie ist denn deine Prognose in dem Bereich? Ja, also die 3 Ks, wie man so gerne sagt, also die Kulturschaffenden, die Künstlerinnen und aber auch die Kinos, das sind tatsächlich die aktuellen Krisenverlierer. Bei den Kulturschaffenden und den Künstlerinnen, da gibt es berechtigte Hoffnung, dass sie wieder auf dem Vor-Corona-Niveau zurückkommen können. Und bei den Kinos wird das allerdings nicht so sein. Oh wow, so eine düstere Prognose, da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, ehrlicherweise. Ja, die Kinos sind natürlich einerseits durch die Distanzregeln betroffen derzeit, ja. Das wird sicherlich irgendwann mal weniger werden. Aber die Kinos haben ein anderes, größeres Problem, und zwar der Vorsprung, den sie früher hatten, Blockbuster eher zu zeigen, der schmilzt gerade dahin. Das heißt jetzt der zeitliche Vorsprung, und es ist schon so, dass die ersten Blockbuster gar nicht mehr zuerst im Kino erscheinen, sondern auf Streaming-Portalen. Mulan ist ein schönes Beispiel, ist dieses Jahr komplett über Streaming-Dienste gekommen werden. Früher war das ein Film, der die Kinos voll gemacht hat. Und auch, man sieht das auch an den Akzeptanzraten der Streamingdienste. Disney Plus hat, als sie gelauncht haben, haben sie innerhalb von 24 Stunden 10 Millionen Abos verkauft. Das zeigt schon, da ist wirklich Wettbewerb, und leider wird man sagen müssen, dass Streamingdienste das eine oder andere Kino überflüssig machen werden. Ja, also teure Filme kommen gar nicht mehr ins Kino, und da werden Kinos auch drunter leiden. Das Konsumverhalten der Menschen ändert sich ja auch. Also zum einen, was halt das Ausgehen, das Unternehmen von Aktivitäten anbelangt, aber auch das Produktkaufverhalten. Was glaubst du denn, worauf legen die Menschen da künftig noch mehr Wert in dieser Zeit, in der wir jetzt leben? Ja, da gibt es eine ganz spannende Studie aktuell von Brandwatch. Die haben das analysiert, welche Produkteigenschaften jetzt künftig stärker nachgefragt werden. Es sind die typischen, die wir in den letzten Jahren auch schon hatten. Es ist Regionalität. Regionale Produkte werden stark nachgefragt. Es ist gesunde Produkte, das hatten wir in den letzten Jahren auch schon. Das ist ganz klar, dass das auch stärker nachgefragt wird. Und günstig war immer schon gut. Was jetzt noch ein bisschen stärker dazu gekommen ist, ist auch immer eine Langlebigkeit von Produkten. Ja. Also Wegwerfprodukte nicht mehr so gut. Ein Produkt, was sehr, sehr lange hält, kommt besser an. Genauso auch, wenn Sie sagen, Premium-Qualität haben. Also hohe Produktqualität ist sehr, sehr wertvoll geworden. Und natürlich das ganze Thema Nachhaltigkeit. In allen Ausprägungen, das sind wichtige Produkteigenschaften. Wir haben da, wenn wir mal ins Regal schauen. Hast du was vorbereitet, zufällig? Haben wir zufällig hier ein Produkt, was genau das zeigt. Also ein Kunde von uns sind Bienenspiritosen, und dort gibt es die Med-Produkt-Range. Und Wikinger-Med ist sowieso schon der Platz hier, aber es gibt dann neu jetzt die Wikinger-Legende. Und das ist ein Produkt, was wirklich im Premium-Bereich positioniert ist. Das ist dann in dem Produktionsverfahren deutlich aufwendiger und schmeckt dazu auch besser. Und das sind die Produkte, die jetzt künftig mehr und mehr zu finden sind. Das heißt, es gibt zu bestehenden Produkten immer noch so eine Premium-Variante, und die wird auch stärker den Absatz finden. Du hast jetzt eben schon, als du die Produktmerkmale zusammengefasst hast, hast du selber ein Wort ausgesprochen, das mir sofort in den Kopf kam: Nachhaltigkeit. Ist das jetzt so ein Buzzword, so wie Digitalisierung jetzt? Ist Nachhaltigkeit das große neue Ding? Ja, und ich finde es immer schade, wenn sowas denn zum Buzzword wird und dann irgendwie so dann sagt, okay, das sagt ja sowieso jeder, und dann verliert es eigentlich ein bisschen an Bedeutung, die es aber verdient hätte oder deswegen es auch zum Buzzword geworden ist. Und Digitalisierung und Nachhaltigkeit ergänzen sich auch. Also viele Prozesse werden nachhaltiger dadurch, dass man sie digitalisiert. Man spart Ressourcen ein, man spart Zeit ein, man nicht durch die Gegend, und das ist schon hängt auch zusammen. Aber das Thema Nachhaltigkeit wird ein großes Thema sein und auch ganzheitlich betrachtet. Also man sollte nicht nur darauf achten, dass Produkteigenschaften irgendwie ökologischer sind, sondern man sollte wirklich von vornherein darauf achten, dass die Hersteller, die Produzenten, mit denen man zusammenarbeitet, auch schon nachhaltig agieren. Die ganze Wertschöpfungskette bis zum Handel, bis zum Endverbraucher sollte man wirklich schauen, dass die Ökobilanz, aber auch soziale Aspekte eines Produktes sinnvoll sind und vertretbar sind. Das bringt uns zum nächsten Thema, Gemeinwohlökonomie. Kannst du mal mit deinen Worten beschreiben, was man unter dem Begriff versteht? Gemeinwohlökonomie und auch GWÖ abgekürzt,
ist eigentlich eine neue Form des wirtschaftlichen Handelns. Das klassische wirtschaftliche Handeln ist eigentlich geprägt dadurch, dass man am Ende Gewinne erwirtschaften möchte. Man möchte Umsatz maximieren, man möchte Marktanteile gewinnen. Das ist das, was man so normal kennt. Gemeinwohlökonomie trennt sich von diesen Zielen und hat neue Ziele. Da geht es um Wohl von Mensch und Umwelt und Gesellschaft. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat eine Initiative Stellungnahme zur GWÖ, sage ich jetzt, mit überwältigender Mehrheit zugestimmt, mit 86%, und hat auch vorgeschlagen, dass es in den Rechtsrahmen der Europäischen Union mit aufgegriffen wird. Kennst du schon Vorreiter, die in dem Bereich zeigen, wie man das umsetzen kann? Ja, es gibt erste Regierungen, die das in den Regierungsprogramm schon auf europäischer Ebene integrieren. In Baden-Württemberg geht das auch schon voran. Auch in Schleswig-Holstein gibt es schon die ersten GWÖ-Pflänzchen, die sich hier entwickeln. Es gibt einen Verein, wo sich die Unternehmen zusammentun. Der wächst kontinuierlich. Es sind schon weit über 2000 Unternehmen. Und wenn das zu Ende ausgestrahlt ist, sind es wahrscheinlich schon 3000. Also da merkt man schon, dass es immer mehr Unternehmen sind, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich frage mich, wie misst man denn das Gemeinwohl? Es gibt schon einen Kriterienkatalog. Kriterien sind beispielsweise, wie sinnvoll ist überhaupt das Produkt und die Dienstleistung, die ich bringe? Wie wird es hergestellt? Wie ist die komplette Produktionskette? Ist da Kinderarbeit? Sind die Rohstoffe nachwachsend, die ich verwende? Also achte ich also auf Reduktion von Transportwegen? Also solche Fragen, also diese ganze ökologische Achse, wie ist der Ressourcenverbrauch? Wie ist der Recyclingstandard? Aber es geht auch um sowas, Gleichberechtigung. Werden Männer und Frauen gleich bezahlt? Wie ist sozusagen überhaupt die Entscheidungskultur im Unternehmen? Und wie verteilt sich der Profit an dem Produkt? Also kriegt da jeder gleich viel? Es wird wirklich geschaut, ist die Wertschöpfung sauber verteilt. Wer prüft das alles, das, was du jetzt beschreibst? Wie wird das überprüft? Da gibt es inzwischen Berater, die sich darauf spezialisiert haben, die dann wirklich in Unternehmen reinschauen und sich solche Prozessketten anschauen und sich dann Zahlen, Daten, Fakten zeigen lassen und die dann daraufhin ein Beurteilungskriterium machen. Also es gibt schon Punkte, das ist auf einer Punkteskala bis 1000 Punkten kann man tatsächlich dann ein Gemeinwohlindex in Punkten quasi übersetzen. Und als Endverbraucher erkenne ich dann auch also kann ich im Handel erkennen, welche Produkte unter diesen Aspekten entstanden sind? Gibt es Siegel oder Ähnliches, die das dann für den Endverbraucher auf einen Blick deutlich machen? Oder muss man sich mit der Materie auseinandersetzen, um da wirklich durchzukommen? Das ist noch eine ganz, ganz neue Entwicklung. Also es gibt noch keine Siegel, das steht noch nicht drauf. Dieses Produkt wurde mit 712 Gemeinwohlpunkten bewertet. Aber das ist eigentlich die Perspektive. Also dahin soll es laufen, dass es tatsächlich sowas gibt, dass ein Endverbraucher tatsächlich wirklich transparent nachvollziehen kann, dieses Unternehmen, dieses Produkt, diese Dienstleistung hat dieses Gemeinwohlniveau, und dass das irgendwann auch mal als Verkaufsanreiz funktioniert. Jetzt will die Wirtschaft ja oder muss die Wirtschaft ja trotz allen Nachhaltigkeitsaspekten, trotz allen Gemeinwohlaspekten immer noch eins, nämlich Geld verdienen. Ist es jetzt mal ganz provokant gefragt, ist es nicht ein bisschen durch die rosarote Brille geschaut und ein bisschen naiv dann zu denken und zu hoffen, dass da jetzt wirklich viele Ergebnisse bei rumkommen? Das denkt man, aber Ökonomie ist eines der drei Säulen der Nachhaltigkeit. Also da sind sich auch alle einig, dass Nachhaltigkeit ja auch nur funktioniert, wenn das ökonomisch noch funktioniert. Deswegen bleibt dabei, dass alles, was man tut, sich ökonomisch tragfähig sein muss. Aber was sich kolossal ändert, ist, wir müssen nicht mehr große Gewinne machen. Wir müssen nicht Umsatz steigern, wir müssen nicht unbedingt Marktanteile Zuwachs haben. Diese Zielsetzung, die verliert man. Das heißt, dass bei allem Fokus auf das Geldverdienen rückt der Fokus auch auf die schön auf die positiven Dinge, auf das Gemeinwohl, dass es uns letztlich allen gut geht auf diesem Planeten. Ja. Auch wir haben uns jetzt damit beschäftigt und wir haben uns jetzt auch vorgenommen, keine Gewinnzuwächse mehr als Ziel zu haben. Und ich hatte auch große Sorge, als ich das den Banken erklären wollte. Weil man dem muss man ja eigentlich auch mehr wirtschaftliche Solidität beweisen, sonst ist man in dem Ranking der Banken ja eigentlich auch nicht mehr gut. Und sagt, wie bringe ich das jetzt meinen Bankern bei, dass ich jetzt sage, übrigens, mein Businessplan 2021, Gewinn ist mir völlig egal. Und ich war erstaunt,
Die haben das sofort verstanden. Ich habe das denen erklärt. Ja. Im Gegenteil, die haben gesagt, ja, wir denken selbst als Unternehmen gerade da dran und versuchen auch gerade, das irgendwie mit uns reinzubringen und denken auch teilweise dran, das in Kreditvergabeentscheidungen mit einfließen zu lassen. Und genau dann, wenn das passiert, also wenn dieses ethisch korrekte oder dieses Gemeinwohlhandeln dazu führt, dass es dann sozusagen auch in der Kette zu Vorteilen kommt, weil man besser Kredit bekommt, weil man vielleicht weniger Steuern zahlt, weil man vielleicht bei öffentlichen Ausschreibungen besser bewertet wird, ja, dann gibt es einen Einklang zwischen Marktnachfrage, ja, und wirtschaftlichen Vorteilen. Und dann wird das sehr, sehr schnell gehen, dass ganz, ganz viele Unternehmen in diese Denkrichtung stoßen. Wir werden also netter zueinander, auch in der Wirtschaft. Wir werden, wenn wir es nicht schon sind, netter zueinander. Wir werden mehr kooperieren. Also Kooperation, ja, ist ein großes Zauberwort. Wir werden auch mit Wettbewerbern zusammenarbeiten und gemeinsam Projekte machen, was wir uns vorher nicht vorstellen können. Das passiert schon in vielen Märkten, aber es wird zunehmen. Das ist der Sinn von Gemeinwohlökonomie. Das war doch ein schönes Fazit, ein schönes Schlusswort und ein beruhigender Ausblick auf unsere gemeinsame Zukunft. Wer mehr über die Trends erfahren möchte, die wir jetzt heute angesprochen und angerissen haben, der kann das natürlich ganz ausführlich. Auf der Website von New Communication können Sie sich das Trendspot-Magazin nach Hause bestellen. Da sind alle Trends noch einmal drin und Sie können sie auch direkt downloaden als White Paper. Sören, erzähl doch mal, welche Trends stehen denn hier ausführlich jetzt nochmal beschrieben? Eine ganze Menge. Wir haben uns mit der neuen Arbeitswelt beschäftigt. Wir hatten letztes Jahr schon New Work, jetzt haben wir New Work, weil sich das schon, klar, wieder geändert hat, weil natürlich durch Homeoffice und also auch, weil sich in der Arbeitswelt gerade sehr, sehr viel an Anforderungen gerade gedreht hat und wie man damit sinnvoll umgeht und was die neuen Anforderungen auch da sind. Genauso wie Performance Marketing. Performance Marketing ist spannend jetzt dadurch geworden, dass jetzt immer mehr Cookies jetzt auch verboten sind oder, ja, beziehungsweise jetzt nicht getrackt werden. Also das heißt, wir müssen im Performance-Marketing quasi auch uns neu beibringen, neu erlernen und neue Methoden finden, wie man auch ohne Cookie-Tracking sinnvoll performant Marketing online macht. Ja. Wir haben natürlich auch uns angeschaut, KI im Marketing. Also KI ist halt auch ein Riesenthema. Im Marketing gibt es schon Tools in bestimmten Bereichen. Wir haben uns mit den Tools ein bisschen auseinandergesetzt, geschaut, wo macht es Sinn, haben auch ein paar gefunden, die ganz, ganz sinnvoll sind, haben allerdings auch festgestellt, dass da noch nicht so viele Bereiche abgedeckt sind und dass es weiterhin auch noch Agenturen geben wird. Das freut uns tatsächlich. Wir haben das Thema Neoökologie, eigentlich auch schon ein Trendthema, was wir schon vor 5 Jahren hatten, hat aber jetzt also auch durch dieses ganze Nachhaltigkeitsthema nochmal richtig an Fahrt genommen und deswegen sollte man sich damit beschäftigen, wie tickt dieser Neo-Ökotyp und wie erreicht man den? Weil der wird künftig sozusagen als Nachfrager von Produkten und Märkten, er wird Wikinger Legende trinken und so weiter. Das sind genau die Typen, die künftig mehr werden würden und auch mehr Produkte kaufen. Wir haben das Thema neue Technologien. Ja. Neue Technologien beeinflussen Kommunikation, Marketingmaßnahmen immer sehr, sehr stark. Da ist natürlich als Stichwort 5G zu nennen. Also da machen wir einen kleinen Einblick rein. Und wir haben Low-Touch Economy, ein neues Buzzword in dem Trendbereich. Aber das beschreibt eine neue Form von Businessmodellen. HelloFresh sei da mal als Beispiel genannt. Das heißt, die haben von vornherein ihr Business so aufgebaut, dass es wenige, im wahrsten Sinne des Wortes, Touchpoints gibt. Weniger Kontakte zum Endverbraucher bis zum bargeldlosen Bezahlen und so weiter. Und solche Businesses wird man immer mehr finden und die werden auch stärker nachgefragt werden. Wir haben eine komplett neue Branche entdeckt, und zwar Space Business. Große Konzerne machen sich gerade auf dem Weltall quasi als Business-Umfeld zu entdecken. Und da passiert sehr, sehr viel und das kommt inzwischen auch in Deutschland an. Also da gibt es was in Bayern, da gibt es aber auch schon Überlegungen in Schleswig-Holstein. Damit sollte man sich auf jeden Fall schon mal auseinandersetzen, ob da nicht auch im Zweifel auch ein Markt für einen selbst dabei ist. Und wir gehen auf Social Media ein. Dark Social Media ist ein neues Thema. Dort als Beispiel nur genannt, also das heißt, Social Media ändert sich ständig und deswegen haben wir uns mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt. Das ganze Buzzword Purpose darf bei uns auch nicht fehlen, also Haltung zeigen von, ja, Unternehmen. Das geht natürlich auch ein bisschen in die Richtung Gemeinwohlökonomie, ist so eine Art Vorstufe, ja, davon, dass man dann anfängt, jetzt erstmal so eine Haltung zu bestimmten Dingen zu entwickeln und auch danach zu handeln. Und dann ist klar, letztendlich die Fortsetzung, die sinnvolle davon am Ende Gemeinwohlökonomie oder Quantenwirtschaft.
Das war schon eine Menge. Ich vermisse noch die Designtrends. Die waren jedes Jahr dabei. Und die sind auch dieses Jahr dabei. Oh, gut. Ja, natürlich. Christian, Patrick, Lutz bei uns, die schauen sich jedes Jahr genau an, wie sich Design entwickelt und filtern das auch raus. Und das haben sie auch wieder kompakt zusammengebracht. Okay. Und die Designtrends finden genauso wenig wie auch die Zukunft der Events. Die Zukunft der Events ist ebenso so ein Thema. Die finden künftig nicht nur digital statt, weil das haben wir dieses Jahr erlebt. Die floppen fast alle. Und aber das heißt, es wird wieder Präsenz-Events geben, aber sie werden oft hybrid stattfinden. Und was sich so in diesem Eventmarkt so ändern wird, das sehen wir dann auch. Wow, das ist eine Menge. Alles zum Nachlesen im Magazin. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich hoffe, dass wir die Zukunft der Events dann im nächsten Jahr alle gemeinsam erleben dürfen, wenn wir uns beim Trendspot 2022 hoffentlich wieder live sehen dürfen. Bis dahin bleiben Sie gesund und vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund.